Ich wünsche also dann einen schönen Nachmittag. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Web-Talk zum Thema Wissenschaftskommunikation, keine Einbahnstraße. Mein Name ist Bianca Friesendichl und ich darf Sie seitens des Instituts Conedo bzw. von Erwachsenenbildung.at zu dieser Veranstaltung herzlich begrüßen und mich an der Stelle auch bei unserem Fördergeber, dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, das diese Veranstaltung überhaupt erst ermöglicht, bedanken. Bevor wir wirklich in den Talk, in die Diskussion einsteigen, ein paar organisatorische Hinweise. Dieser Web-Talk wird aufgezeichnet und wir werden ihn im Nachgang als Video auf erwachsenenbildung.at veröffentlichen. Den Link posten wir dann im Laufe der Veranstaltung noch in den Chat. Ich lade Sie ein, sich jederzeit gerne zu Wort zu melden, beziehungsweise auch den Chat zu nutzen, um Fragen zu stellen, Rückmeldungen zu geben, Beispiele zu nennen und so weiter. Aufgrund der Aufzeichnung würden wir aber sehr gerne Störgeräusche möglichst vermeiden. Daher würden wir Sie bitten, sich auf lautlos zu schalten, auch Ihre Kamera vielleicht zu deaktivieren. Und wenn Sie sich zu Wort melden möchten, die Funktion in Zoom zu nutzen. Das ist unten dieses Symbol mit dem Herz. Da gibt es die Funktion Hand heben. Und der Moderator wird Sie dann an einer passenden Stelle dazu auffordern, dann Ihr Mikrofon und vielleicht Ihre Kamera, wenn Sie möchten, einzuschalten und Ihre Wortmeldung abzugeben. Falls Sie eine Teilnahmebestätigung benötigen, würden wir Sie bitten, sich mit Ihrem vollständigen Namen einzuloggen bzw. teilzunehmen. Also Sie können sich auch, wenn Sie unter einem anderen Namen eingeloggt sind, noch umbenennen mit Klick auf Teilnehmer. Und die drei Punkte dann daneben. Und wir würden Sie dann auch bitten, bis zum Ende der Veranstaltung dabei zu nehmen. Und Sie könnten dann ab morgen das Zertifikat, also die Teilnahmebestätigung, herunterladen. Meine Kollegin Martina Süßmeier von Conedo ist für Sie da, falls Sie technische Probleme haben. Also sie steht im Hintergrund für Technik-Support mittels Chat zur Verfügung. Und ja, dann darf ich schon überleiten. Ich darf mich sehr herzlich bei Claudia Frick und Helmut Jungwirth, unseren Diskutantinnen für heute, bedanken und bei Lukas Wieselberg für die Moderation der Diskussion. Und damit darf ich auch schon an dich, lieber Lukas, das Wort weitergeben. Ich freue mich sehr, diese Veranstaltung moderieren zu können, dass doch so zahlreiche Menschen teilnehmen daran. Es ist ein historischer Tag. Nicht nur findet dieser Web-Talk statt, sondern heute wurde, wie Sie sicher wissen, ein amerikanischer Präsident wiedergewählt, von dessen erster Amtszeit ja recht viel in Erinnerung ist. Nicht zuletzt auch der Begriff der alternativen Fakten. Wenn Sie sich erinnern, vor 7, 8 Jahren aufgetaucht und auch gibt ja auch schon gewisse Ankündigungen, wie er mit wissenschaftlichen Behörden etc. umgehen wird. Das hat mit den Themen von heute zu tun. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Lukas Wieselberg. Ich bin Wissenschaftsredakteur bei Ö1 und leite seit ein paar Jahren Science ORF.at, also die Wissenschaftswebseite des ORF. Ich habe hin und wieder auch schon für das Fernsehen gearbeitet mit den Kollegen und Kolleginnen und sitze seit ein paar Jahren auch im Fachbeirat dieses Magazins, des MEP, und bin aktuell gerade in passender Weise in Bildungskarenz in diesem Jahr. Und unter anderem hat mich da in diesem Bildungsjahr diese, wie ist sie, da, diese Ausgabe beschäftigt, also die Nummer 52 des MEP zum Thema Wissenschaftskommunikation, die ich gemeinsam mit dem Stefan Vater vom Verband der österreichischen Volkshochschulen herausgegeben habe. Und wir sind da ein bisschen den Fragen, wie hängt Wissenschaftskommunikation in der Erwachsenenbildung zusammen? Dieser Frage sind wir nachgegangen. Und zwar sowohl in Theorie als auch in Praxis. Also ich will jetzt gar nicht ganz lange darüber reden, vielleicht ein paar Sätze nur zu dieser Ausgabe. Es geht von theoretischen Fragestellungen, was ist überhaupt gelingende Wissenschaftskommunikation? Ist das eine Einbahnstraße, wie das schon im Titel des Hefts steht? Oder sollte es vielleicht doch ein bisschen mehr um Partizipation gehen, bis hin zu konkreten Beispielen aus der Wissenschaftskommunikation in der Praxis?
Ja, diese Bandbreite wird, glaube ich, in dem Heft oder in dieser Ausgabe abgedeckt. Und das Ganze vor einem Hintergrund einer, Sie kennen den Begriff sicher auch, einer Wissenschaftsskepsis, die, wie mehrere Umfragen zeigen, in Österreich besonders ausgeprägt ist oder zumindest im Vergleich zu anderen Ländern vergleichsweise ausgeprägt ist. Haben wir in der Corona-Pandemie gesehen, es spielt natürlich jetzt bei Klimaerwärmung und anderen Fragen eine wichtige Rolle. Wobei das versucht, das Heft auch zu machen, natürlich auch gegenüber dieser Wissenschaftsskepsis eine gewisse Skepsis angebracht ist. Ja, weil Skepsis viele Bedeutungen hat, spielt eine große Rolle in der Wissenschaft selbst. Also eine wissenschaftsimmanente Skepsis gegenüber den eigenen Resultaten. Es gibt eine lange kritische Tradition, die darüber nachdenkt, wie das wirklich ist mit der Objektivität und der Interesselosigkeit der Wissenschaft. Die Politik war aufgeschreckt durch diese Ergebnisse der diversen Umfragen und hat, was macht die Politik, wenn sie aufgeschreckt ist? Sie erfindet Kampagnen, sie versucht, das echte oder vermeintliche Desinteresse oder die Wissenschaftsskepsis zu kontern mit Kampagnen. Die jüngste meines Wissens ist DNA Austria, die sich wie oft andere Kampagnen, aber oft auch an Schulen und an Hochschulen richtet und weniger an die Erwachsenenbildung. Und die Ausgabe Nummer 52 vom MEP hat versucht, da ein bisschen diese Lücke zu füllen oder da ein paar Beiträge zu liefern. Jetzt höre ich schon auf mit Reden oder zumindest fast. Ich will Ihnen ein bisschen den Ablauf der nächsten 1,5 Stunden, dieser Web-Talk ist ja bis 17 Uhr anberaumt, erläutern. Es gibt, das hat Bianca schon gesagt, für Sie die Möglichkeit, sich ständig zu beteiligen über Chatbeiträge. Können Sie jederzeit schreiben. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass wir alle in die Diskussion aufnehmen werden. Das ist jetzt eine Frage der Anzahl. Aber ich werde Sie auf jeden Fall alle gemeinsam mit der Bianca wahrnehmen und nach Möglichkeit aufnehmen in die Diskussion, wenn es passt, oder gesammelt nach bestimmten Redeblöcken. Plus, Sie sind auch aufgefordert, an zwei, vielleicht sogar an drei Stellen dieses Nachmittags sich über Abstimmungen einzubringen. Die zweite wird ungefähr so zur Mitte dieses Web-Talks stattfinden. Das wird ein Padlet sein zum Thema Wissenschaftsskepsis zuvor. Und da könnten Sie dann recht bald schon mit der Abstimmung beginnen. Habe ich mir eine Frage überlegt, die ein bisschen aus meinem eigenen Tun stammt, die ich immer wieder gerne, wenn ich vor Studierenden oder Schüler, Schülerinnen rede oder mit ihnen zusammen bin, stelle, nämlich, woher haben Sie Ihre letzte Nachricht aus der Welt der Wissenschaft gezogen? Und wenn man das vor 20 Jahren gefragt hätte, werden natürlich die meisten hätten dann, ja, da poppt es auch schon auf, wahrscheinlich gesagt, Zeitungen, TV etc. Und ja, vielleicht machen Sie kurz diese stimmen Sie kurz mit ab bei dieser Abstimmung. Wo haben Sie das letzte Mal Nachrichten aus der Welt der Wissenschaft gehört, gelesen, gesehen, jedenfalls mitbekommen? Es geht von TV, Internet, Radio, über Social Media, direkten Gesprächen, Theater, Kino, Kabarett, Zeitungen, Zeitschriften. Das ist uns oder mir oder ja, uns jetzt noch zuletzt eingefallen, dass es die ja auch noch gibt. Deswegen haben wir die kurzfristig auch noch auf die Liste gesetzt oder eben etwas anderes. Vielleicht machen Sie da kurz mit und ich gehe auch mit gutem Beispiel schon voran. So. Ja, diese Abstimmung, auf die ich auch kurz eingehen werde, wenn sie dann fortgeschritten ist, habe ich jetzt erklärt und möchte jetzt endlich unsere beiden Gäste vorstellen. Da ist auf der einen Seite Claudia Frick. Claudia Frick ist Professorin für Informationsdienstleistungen und Wissenschaftskommunikation an der Technischen Hochschule in Köln.
Sie hat Meteorologie an der ETH Zürich promoviert und dazu ein Masterstudium in Bibliotheks- und Informationswissenschaften an der TH Köln absolviert. Ich hoffe, das ist alles korrekt, was ich mir hier zusammen geschrieben habe, aber es steht eigentlich auch so im Heft. Sie ist dazu und darüber hinaus auch sehr stark auf sozialen Medien engagiert. Ich glaube auf X oder nein, gut, das war vielleicht mal. Auf jeden Fall auf Twitch. Das ist ein, danke für das Jahr. Das ist eigentlich bekannt aus der Gaming-Szene, also von Live-Spielen, könnte man sagen. Aber was man da anders noch machen kann, wird sie uns gleich erzählen. Und sie ist auf Mastodon, glaube ich, also auf einem anderen, also nicht auf X, okay. Und hat auch einen Klimapodcast, den sie betreut oder hatte. Kann sie uns auch gleich mehr erzählen. Sie sitzt gerade in Düren in Nordrhein-Westfalen und dorthin schicke ich jetzt mal einen schönen Gruß. Ich habe auch gleich eine Frage an Sie, möchte vorher aber noch den zweiten Gast vorstellen. Das ist nämlich Helmut Jungwirth. Er ist seines Zeichens promovierter und habilitierter Mikrobiologe. Vor 8 Jahren, wenn es wahr ist, wurde er österreichweit als erster Universitätsprofessor für Wissenschaftskommunikation an die Universität Graz berufen. Und er ist, aber nicht nur das, er ist auch Teil des Wissenschaftskabarets Science Busters, die Sie sicher alle nicht zuletzt aus dem ORF, meinem Arbeitgeber, kennen, wo das Programm seit vielen Jahren auch im Fernsehen und noch länger auf FM4 im Radio läuft und als Teil dieses Wissenschaftskabarets hat er auch schon zahlreiche Kabarettpreise gewonnen. Hallo Helmut, wir haben uns auf Du geeinigt. Hallo Hallo. Helmut, nach Graz in dem Fall. Genau. Genau. Gut, dann würde ich jetzt meine erste Frage an die Claudia stellen, die da ungefähr so lautet. Du bist, ich sage mal, gelernte Meteorologin, und mehr oder weniger sind alle Wissenschaften angehalten, auch in die Öffentlichkeit zu gehen und ihre Ergebnisse darzustellen und zu erklären. Die Meteorologie ist vielleicht die Wissenschaft, mit der die Menschen am allermeisten zu tun haben, weil nicht zuletzt der Wetterbericht von, also hoffentlich, beim ORF ist es so, von Meteorologen hergestellt wird und auch präsentiert wird. Wetterberichte sind natürlich per se schon oft zweischneidig, weil auch Schlechtwetter kommuniziert werden muss. Noch schlechter wird das oder noch kritischer möglicherweise wird das, wenn man sich um so Sachen wie Klimaerwärmung annimmt als Meteorologin und wenn man damit Nachrichten verbreitet, da kriegt man dann oft auch, wie es in Österreich heißt, den Grant ab, also mitunter auch die schlechte Laune oder auch den Hass von Leuten wie zum Beispiel den Klimawandelleugnern oder Leugnerinnen. Du hast sehr viel, du machst sehr viel auf sozialen Medien wie Twitch und Mastodon. Was sind da deine Erfahrungen, was dieses Themengebiet betrifft in den sozialen Medien? Extrem breit gefächert. Also tatsächlich, ich bin nicht mehr auf X, weil ich einfach irgendwann nicht mehr wollte. Ich bin auf Mastodon, das ist ja alles so schriftlich. Ich bin auf Twitch, da ist es Video und ich bin zu sehen, wie hier jetzt auch. Ich bin aber auch auf Instagram und TikTok, ne, wo ich was aufzeichne und mich zeige. Und ich würde sagen, die Reaktionen und die Kommentare variieren ganz stark mit dem, worüber ich rede und wie ich rede. Und ja, da bekomme ich alles von sehr netten Kommentaren, tollen Fragen, Interaktionen bis hin zu wirklich viel Hass und Anfeindungen und Kommentare, die bis in den strafrechtlichen Bereich gehen. Also für mich persönlich ist da einiges mit dabei. Am wenigsten beim Podcast, weil der natürlich am wenigsten interaktiv ist. Der ist noch am ehesten, das, was wir im Titel des Web-Talks haben, der ist am ehesten noch eine Einbahnstraße im Gegensatz zu den sozialen Medien. Ja, also da ist es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte finden kann. Hast du da jetzt ganz allgemein gesprochen, weiß nicht, einen Prozentsatz der positiven, negativen und strafrechtlich verfolgbaren Reaktionen oder Interaktionen? Von meinen Kommentaren, die ich kriege, nicht. Ich habe aber eine Kollegin, die
zur Energiewende kommuniziert auf TikTok. Mit der habe ich eine Studie durchgeführt, wo sie Videos gepostet hat und über bestimmte Themen gesprochen hat, die mal mehr oder mal weniger polarisieren. Und dann haben wir geguckt, wie viele polarisierende Kommentare bekommt sie denn? Also polarisierend heißt dann, die mit Absicht ja eine starke Meinung streuen, bis hin zu Hasskommentaren, wirkliche Hasskommentare. Und die haben wir uns alle angeschaut. Und es war schon je nach Video und je nach emotionalem Thema, also zum Beispiel Vogelschlag bei Windrädern ist ein Thema, damit kriegt man ganz viel Hass, das kann ich sagen. Oder Elektromobilität. Und da kann ich aber sagen, dass von den Kommentaren, die sie bekommen hat, die so polarisierend sind, es sich zwei Sachen ganz besonders zeigen. Nämlich zum einen, dass entweder ihre Fachkompetenz einfach angezweifelt wird. Also es geht gar nicht um den Inhalt, sondern es wird einfach gesagt, sie hat keine Ahnung oder sie wird korrigiert gar, obwohl sie die Expertin daran ist oder sogar Quellen gibt. Und das Zweite ist, wenn man nicht ihr Fachwissen anzweifeln kann, dann ist es ihre Forschungsintegrität. Also man wirft ihr vor, sie wäre gekauft, hätte eine politische Agenda und würde das alles nicht rein wissenschaftlich vortragen. Und das sind so die zwei Aspekte, die sehe ich auch bei mir. Also entweder man greift mich persönlich an, weil ich keine Ahnung habe, oder man greift mich persönlich an, weil man denkt, ich wäre nicht aufrichtig oder authentisch. Ja. Das sind die zwei Hauptthemen, die man da wirklich sehen kann und das so ganz konkret mal so von einem Kanal. Das ist jetzt wahrscheinlich keine beinharte Studie, die da dahinter steht und keine evidence-based sozusagen, aber anekdotische Evidenz zumindest gibt es da so, ich weiß nicht, so soziodemografische Hinweise. Der gemeine Verdacht wäre jetzt, dass es eher Männer sind, die sich zu Wort melden. Kannst du das bestätigen? Gibt es da Tendenzen? Also wir haben das eine Studie gemacht, die ist auch gerade, also die ist durch Peer Review schon durchgeprüft und wird bald veröffentlicht. Aber da haben wir nicht genau solche soziodemografischen Daten erhoben. Das ist ja auf Social Media doch recht schwierig. Also man kann nicht aus Profilbildern das einfach herauslesen. Selbst wenn die mit Fotos sind, heißt das ja noch nicht, dass das die Person ist. Das heißt, diese demografischen Daten zu kriegen, ist gar nicht so einfach, wenn man startet mit anonymen Profilen oder mit Profilnamen, die einfach nicht viel hergeben. Und selbst wenn da ein Name steht, den man vielleicht einschätzen könnte, bringt uns das ja auch nicht weiter. Also auf den Profilen auf TikTok zum Beispiel steht ja jetzt auch nicht so Geburtsjahr oder ähnliches. Da würde man vielleicht mit einer Studie auf Facebook, wo man vielleicht mehr so Chancen hat, sowas rauszukriegen, weiterkommen. Genau, das könnte man da mal schauen. Aber auf TikTok oder Instagram funktioniert das nicht. Okay. Damit es nicht zu sehr ins Detail geht, jetzt zügle ich meine eigenen Fragen und frage, bevor ich zum Helmut komme, noch jetzt eine so grundlegende Frage. Warum machst du das überhaupt? Warum ist es dir ein Anliegen, sozusagen in die, also man muss das ja nicht machen, man wird ja nicht gezwungen, als Wissenschaftlerin das zu machen. Warum machst du das und was machst du genau? Ich mache das in allererster Linie, weil es mir Freude macht. Und wenn es mir keine Freude machen würde, würde ich es wahrscheinlich auch nicht weitermachen, weil das braucht es. Man braucht schon auch eine gewisse Grundmotivation, um auch genau solche Sachen auszuhalten. Aber ich mache es auch, weil ich denke, dass es wichtig ist. Und dass ich denke, es sind spannende und wichtige Themen, über die wir reden müssen und sollten. Und wo ich sage, da kenne ich mich jetzt aus, da würde ich gerne was zu sagen und dazu kann ich auch was sagen. Und ich finde, die Diversität an Personen, die sich über Wissenschaft äußern und darüber reden, muss größer sein, um alle möglichen verschiedenen Arten von Menschen anzusprechen. Und die Repräsentanz von verschiedenen Personen ist einfach wichtig. Und ich denke, ich bin eine weitere Person, die vielleicht einen Aspekt abdeckt oder eine Person oder Personengruppe anspricht, die vielleicht sonst nicht angesprochen wäre. Und deswegen mache ich es. Okay, danke, das war die Motivationsantwort und die Was-Frage steht noch im Raum, Die oder? Was-Frage ist zum einen im Podcast ganz klar Klimaforschung. Wir sprechen alle 2 Wochen über neue Klimawissenschaft und Klimaforschung. Wir haben den ganzen Bericht des Weltklimarats gelesen und erklärt und Kapitel für Kapitel in einer Folge aufbereitet, sodass man es gut folgen kann. Auf TikTok mache ich, was auch immer mir gerade auf meiner Seele brennt, auf meiner wissenschaftlichen Seele. Aber es ist auch ein gemixter Account, da sind auch private Sachen dazwischen. Und auf Mastodon mache ich sehr viel, was ich gerade lese.
Wissenschaft, mit der ich mich tatsächlich selber gerade beschäftige und teile dann weiter, was ich gerade lese und was ich gerade lerne. Also es ist ein sehr buntes Bild und auf Twitch habe ich sehr lange auch verschiedene Studien aus verschiedenen Themenkomplexen einfach, die spannend erschienen oder relevant fürs Gaming waren. Wenn man schon auf der Plattform ist, dann natürlich auch passend dazu, haben wir darüber gesprochen. Noch die Bonusfrage, bevor ich zum Helmut komme, zur Einstiegsrunde. Das machst du aus eigener Motivation heraus, weil es dir Freude macht, wie du sagst. Aber gibt es auch eine sozusagen externe oder wie sagt man, extrinsische, wenn es das richtige Wort sein sollte, Motivation? Also wird das von der Uni gewollt, gefördert, wie auch immer, toleriert oder welches Wort würdest du verwenden? Ha. Die Antwort ist, sie schmücken mir, also es ist natürlich schön, dass ich einen Podcast mache, der wird auch mal beworben, wird auch gezeigt und wird auch verlinkt, wenn irgendwie was ist. Ich mache das aber in meiner Freizeit, ich mache das zusätzlich zu allem, was ich in meiner Professur mache. Das ist nicht Teil meiner Aufgabenbeschreibung. Das ist eine Tätigkeit, die ich in meiner Freizeit ausübe. Danke für die erste Runde sozusagen nach Düren. Helmut, du kriegst schon ein Geld dafür, für das, was du machst, wie ich hoffe, weil du ja, wie ich in der Vorstellung gesagt habe, Österreichs erster, aber nicht mehr einziger Professor für für Kommunikation bist und Science Buster. Ich frage jetzt nicht nach dem Geld gleich weiter, sondern kannst du trotzdem antworten, auch ungefragter Weise. Aber es geht irgendwie, also bei dir geht es mir irgendwie jetzt bei dieser ersten Runde so die Frage, du machst irgendwie ja beides, also machen viele beides, Theorie und Praxis, aber du bist extra sozusagen auch berufen worden als Wissenschaftskommunikationsprofessor und stehst aber nicht allabendlich, aber immer wieder auch auf der Bühne von Kabarets in Österreich oder darüber hinaus. Wie steht das da? Wie verhält sich sozusagen, wie beeinflusst bei dir deine Praxis, deine Theorie oder deine Beschäftigung mit Theorie? Das ist eine sehr gute Frage. Also Martin Buntigam würde jetzt sagen, ich bin sowieso nur deshalb Professor für Wissenschaftskommunikation geworden, weil ich bei den Science Busters bin und ohne Science Busters wäre ich das gar nicht geworden. Ich muss ihm aber zu einem Teil sogar recht geben, weil die Schule, durch die ich bei Martin Buntigam gegangen bin und auch beim Florian Freistetter, den die Claudia ja sehr gut kennt und den ich für einen der besten Wissenschaftskommunikatoren im deutschsprachigen Raum halte, war eine harte Schule, war ganz eine interessante Schule, weil eigentlich war es ja nur geplant, dass ich quasi als Friend einmal auftrete, mit auftrete, so einen 5-Minuten-Auftritt. Und da war leider Heinz Oberhummer dann krank geworden ist und letztendlich dann leider auch verschieden ist, ohne dass ich ihn jetzt kennenlernen durfte. Hat dann der Mann. Kannst du vielleicht ganz kurz das Setting der Science Busters erklären für die, die das nicht kennen oder wissen? Also das Setting ist sehr einfach. Wir haben einen Master of Ceremony, das ist der Martin Buntigam mit einem rosa Trikot, das ist sein Markenzeichen und zu seiner Seite sind dann zwei Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den unterschiedlichen Disziplinen. Und das läuft so ab, auch bei der Recherche, dass der Martin irgendeine Idee hat und wir das dann wissenschaftlich recherchieren, wir dann ein Skript draus machen und dann mit dem Martin dann eine Nummer entwerfen. Und was dann ganz wichtig ist, dass wir eben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind und eigentlich gar nicht für den Humor zuständig sind, sondern Martin führt uns quasi durch den Abend und stellt uns Fragen. Jetzt ist es aber so, dass das natürlich wörtlich geskriptet ist. Wir kennen die Fragen, die da kommen. Wir bereiten uns vor. Aber das ist ja ganz wichtig. Dadurch haben wir natürlich die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, uns vorzubereiten, den Text zu lernen. Wir lernen auch mit Vorpremieren dann auch, wie wir den Humor einbauen können. Weil der Martin probiert dann was und wie das beim Publikum ankommt.
sehen wir dann und das bauen wir dann entweder in die Nummer ein oder nicht ein. Und wir haben zum Beispiel jetzt am 21. und 22. November wieder die nächsten ORF-Aufzeichnungen und da habe ich zwei Nummern und da bin ich zum Beispiel nächste Woche in Melk, wo wir das dann auch so, wie es beim Theater üblich ist, in einer Vorpremiere üben. Und da sieht man dann auch schon den Unterschied zu wissenschaftlichen Vorträgen. Ich sage immer, zumeist ist es so, wenn man zu einem wissenschaftlichen Vortrag fährt, dann wird die letzte Folie noch im Zug vorbereitet. Das ist im Theater natürlich absolut undenkbar. Da muss man 3 bis 4 Wochen vorher fertig sein, damit man die wirklich auch lernt. Und ich gehe mit meinem Hund immer am Schlossberg und ich habe den Text, der Woody lernt frei und ich lerne den Text dann auch auswendig. Und wenn ich den dann gut genug kann, dann klingt er auch nicht mehr auswendig. Und das ist quasi unser Setting. Danke. Und zurück zur Frage, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt oder wie sich das gegenseitig befruchtet sozusagen. Tut es das irgendwie? Also das, die theoretische Beschäftigung mit diesem praktischen Tun. Ja, aber man sieht sehr oft, dass Theorie und Praxis sehr weit auseinander liegen. Wenn wir glauben, dass wir jetzt ein Tool haben, das wir verwenden, dann sehen wir auch sehr oft auf der Bühne, dass das vielleicht nicht funktioniert, so wie wir das vorhaben. Aber das ist ja ein sehr interessanter Prozess. Und als ich vor, jetzt muss ich mal überlegen, vor 15, 16 Jahren mit der Wissenschaftskommunikation angefangen habe, war die Wissenschaftskommunikation für mich noch ganz was anderes als das, was sie jetzt für mich ist. Also das ist für mich auch immer ein ständiger Lernprozess. Und ich versuche ja jetzt, da wieder 2019 mit einem eigenen Instagram-Account begonnen. Einfach aus dem Grund, ich bin Baujahr 69, 55 Jahre. Und da ist es natürlich auch wichtig, sich mit jenen Tools auseinanderzusetzen, die auch junge Menschen verwenden. Und TikTok, da habe ich mich dann, ich habe es probiert, aber da habe ich mich dann nicht drüber getraut. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu old-fashioned, obwohl ich versuche es auch noch vor meiner Pension in vermutlich 10 Jahren versuche ich es auch noch. Aber Instagram war für mich dann das perfekte Tool, um auch Social Media mal kennenzulernen, zu wissen, wie diese Interaktion ist. Weil das Spannende an der Wissenschaftskommunikation ist, wir glauben immer, wir haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und die kommunizieren dann unterschiedlichen Zielgruppen. Das stimmt eigentlich gar nicht und eigentlich alleine können wir auch, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Wissenschaftsskepsis zu sprechen kommen, können wir das auch gar nicht lösen. Es geht nämlich nicht nur um das, dass wir kommunizieren oder verständlich kommunizieren, es geht auch um einen Dialog. Wir müssen natürlich auch Ängste ernst nehmen. Wir müssen auch schauen, warum denken die Leute so, wie sie denken? Warum haben sie kein Vertrauen in Wissenschaft? Und da spielen natürlich auch vor allem die Politik, aber auch die Medien eine sehr große Rolle. Und natürlich auch der größte Parameter, wenn man das jetzt schon Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Politik, Medien als Parameter sehen, dann natürlich auch die Zielgruppe. Und das finde ich natürlich auch sehr spannend, weil wir sprechen sehr oft von einer breiten Öffentlichkeit. Wir haben unterschiedliche Zielgruppen und die sind manchmal ganz klein, manchmal sind sie ein bisschen größer und wenn wir es nicht schaffen, diese Zielgruppen zu erreichen, und ich bin ja ganz provokant, ich sag, dass wir jetzt auf einem Weg sind, wo wir es versuchen, aber noch ganz weit davon entfernt sind, gewisse Zielgruppen zu erreichen, die für uns wichtig sind. Wie gesagt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, sonst werden wir ja mit der Wissenschaftskommunikation scheitern. Ich sehe die Claudia notieren, oder zumindest bilde ich mir das ein auf dem kleinen Fleck, den ich da sehe von ihrem Bild. Ich will auch gleich wieder zu ihr zurückkommen, aber eine Frage noch an dich, Helmut, weil ein Tool, das ja ganz wichtig für die Science passt, das ist, ist der Humor, logischerweise, weil das macht ja Spaß. Deswegen gewinnt ihr auch Kabarettpreise. Also zwei Fragen. Was kann man mit Humor, was mit anderen Erzähltechniken oder mit anderen Tools sozusagen nicht kann, im Vergleich zu einem, ich weiß nicht was, Vortrag oder einer VHS oder sonst was? Und die zweite Frage kommt im Anschluss. Okay. Naja, man muss sich vorstellen, ich brauche ja nur meinen Arbeitstag anschauen, 10 Stunden, manchmal länger. Das heißt, ich bin am Abend platt.
Und ich habe einfach nicht mehr das Potenzial im Kopf, dass ich mich jetzt in einen Vortrag setze und dann hochwissenschaftliche Vorträge anhöre. Und das können wir natürlich auch mit dem Humor so ein bisschen aufknacken, weil wir holen ja die Menschen ins Theater, die werden unterhalten, es wird eine Geschichte erzählt. Diese Geschichte sollte natürlich humorvoll sein. Das heißt, ich habe ja auch einen großen Unterhaltungswert. Und es geht ja nicht nur darum bei der Wissenschaftskommunikation, dass wir die Leute mit Fakten bombardieren, sondern dass wir einen Weg finden, ich würde mal sagen, Geschichten zu erzählen, Emotionen auszulösen und wissenschaftliche Fakten dann da in diese Geschichten zu verpacken, so dass die Menschen zum Beispiel nach unserer Vorstellung rausgehen und sagen, boah, das habe ich nicht gewusst. Und das war ein lustiger Abend, da komme ich wieder. Also das ist für mich dann erfolgreich. Das klingt nachvollziehbar. Trotzdem muss ich jetzt noch den zweiten Teil der Frage, weil du gesagt hast, Dialog ist wichtig, nicht nur sozusagen diese Einbahn, die ja schon im Titel dieser Veranstaltung steht. Das werdet ihr bei den Science Busters aber auch nicht kennen. Ihr steht ja trotzdem vor einer Bühne und es gibt ein Publikum. Fragezeichen. Ja, nein, doch. Wir haben natürlich, oder wir versuchen natürlich immer, diesen Dialog zu forcieren. Jetzt können wir das auf der Bühne nicht, weil wir haben ein 2-Stunden-Programm. Aber was wir immer machen bei jeder Veranstaltung, gibt es entweder was zu essen oder zu trinken. Und wenn der Florian Freistetter zum Beispiel ein Bockbier auf der Bühne macht oder wenn ich Laugenstangerl mache auf der Bühne oder ein Eis, dann kann man das natürlich nachher verkosten und das ist ganz wichtig. Und mit diesem Verkosten gebe ich jetzt Menschen, die bei uns waren, die Möglichkeit, zu uns zu kommen. Zum einen einmal, um das zu verkosten und zum anderen auch beim Verkosten mit uns ins Gespräch zu kommen. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Weil wenn ich sagen würde, bitte, wenn ihr Fragen habt, kommt ihr nachher zu uns, wird keiner kommen. Wenn ich aber jetzt unseren Science Busters Gin anbiete und sage, kommt nachher zu uns, kostet es einmal unseren Science Busters Gin. Und während wir dann das gemeinsam verkosten, wir fahren nachher auch nie mit dem Auto, hat man die Möglichkeit dann zu fragen, war irgendwas unklar, haben wir was vielleicht missverständlich erklärt oder habt ihr Fragen, was interessiert euch? Und so kommt man ins Gespräch und dieser Dialog ist ganz wichtig und den vermisse ich zum Beispiel ganz oft bei Podiumsdiskussionen. Da sind drei Fragen dann zugelassen und dann Kloscher und nach Hause. Und das ist, finde ich, sehr wichtig. Danke, Helmut. Ich komme, bevor ich zu Claudia jetzt komme, nehme ich jetzt das Wort des Dialogs auf, weil wir wollen ja auch einen Dialog mit den Teilnehmerinnen dieser Veranstaltung. Und der erste Schritt dazu wäre, ist noch kein Dialog, aber eine Abstimmung zumindest. Jetzt muss ich einen Hilferuf an Martina senden. Ich weiß nämlich gar nicht, wo ich sehe, wie diese Abstimmung ausgegangen ist. Kann man mich da kurz unterstützen? Bitte. Ah, danke schön. Gut, das steht jetzt nicht, wie viele Leute daran teilgenommen haben, aber ich würde sagen, es spricht doch, also 32% sagen, dass sie die letzte Wissenschaftsnachricht aus der Welt der Wissenschaft aus dem Internet bezogen haben, gleich viele soziale Medien, 18% direktes Gespräch, 14% Zeitung, Zeitschriften. Das spricht jetzt, sage ich jetzt einmal aus der Hüfte geschossen, 22 Personen haben teilgenommen, schreibt Bianca. Dankeschön, 75% der Anwesenden. Das spricht für ein aus der Hüfte geschossen nicht ganz junges Publikum, sage ich mal, weil da würden wahrscheinlich 90% soziale Medien stehen. Was schon interessant ist, dass niemand aus dem TV seine Nachricht bezogen hat oder ihre. Und das wäre vor 15, 20 Jahren natürlich auch noch sehr anders gewesen. Immerhin 14% Zeitungsleserinnen haben wir auch noch. Das vielleicht zur spontanen Soziodemografie der Teilnehmenden. Vielen Dank, Bianca bzw. Martina. Claudia, die Themen, bei denen du dir Sachen notiert hast, jedenfalls, wenn ich es richtig gesehen habe, war bei Dialog und bei Zielgruppen. Bin ich da, habe ich es richtig gesehen? Wo ich mir Notizen gemacht habe. Ja. Ja, bei so ein paar Punkten, aber auch bei Dialog, auch bei Zielgruppen, genau, und beim Kabarett und dem Theater und
Genau, da habe ich mir überall Notizen gemacht. Also mir fallen immer viele Dinge ein. Wir müssen nicht über alle reden. Ich muss auch nicht immer Fragen stellen. Vielleicht sagst du einfach, was dir eingefallen ist. Aber ich hätte auch Fragen. ja, mir ist tatsächlich eingefallen eine Sache, die ich einen großen Unterschied zum Beispiel zwischen Kabarett und Social Media finde. Jetzt noch nicht mal mehr die Art, wie man vorträgt oder Dinge aufbereitet, weil ich finde das exakt so läuft es ja auch auf Social Media, wie Helmut das schön beschrieben hat. So, es geht um Humor, um Geschichten erzählen, um den Leuten einen Ansatzpunkt zu bieten. Und also das macht man natürlich kürzer. Also zum Beispiel auf TikTok macht man das in so 60 Sekunden, maximal 10 Minuten, aber niemand guckt ein 10-minütiges TikTok. Genau, aber es ist ja ähnliche Mechanismen. Ein entscheidender Unterschied, und den finde ich spannend, ist, für das Kabarett muss man sich entscheiden und man geht dahin. Also man weiß, worauf man sich einlässt und man taucht da auf. Auch auf Facebook und Instagram oder auf Mastodon oder ähnlichen Kanälen habe ich ja die Leute, denen ich folge und bekomme deren Inhalte. TikTok funktioniert da aber anders. Und zwar zum einen ist das ja der Nachteil und das Schlimme an TikTok und andererseits aber auch ein Vorteil von TikTok, es ist ja algorithmisch gesteuert. Das heißt, man wird Leuten mit Wissenschaftsinhalten präsentiert, die das vielleicht gar nicht selber abonniert haben oder eigentlich gar nicht mit einer schon interagiert haben, sondern tatsächlich kommt man algorithmisch bedingt, taucht man dort auf, ungefragt auf der For You-Page und präsentiert ihnen wissenschaftliche Fakten. Und das finde ich einen ganz spannenden Unterschied, weil man natürlich den Leuten begegnet in einem Moment, wo sie sich gar nicht jetzt bewusst dafür entschieden haben, an Wissenschaftskommunikation teilzuhaben. Und erwischt sie auf einem ganz anderen Fuß, würde ich sagen. Es hat auch mal manchmal einen Vorteil. Das nicht, dass ich das alles gut reden möchte, aber das ist ein entscheidender Unterschied zwischen so einem Kabarett und TikTok. Es gibt ja oft die Debatte über, beziehungsweise auch den Vorwurf an, sehr viele Formen klassischer Wissenschaftskommunikation, dass er sich in erster Linie an Leute wendet, die eh schon für Wissenschaft sich begeistern. Dieses berühmte Phänomen Preaching to the Converted, also zu den eigenen Gläubigen sozusagen, auch wenn es nicht um Glauben geht, sondern um Wissen. Das ist ja auch, glaube ich, ein Claim der Science Pastors. Das scheint auf TikTok, so wie du es jetzt beschreibst, anders zu sein, wenn ich dich richtig verstanden habe, weil dafür sorgt ein bisschen zumindest der Algorithmus. Bedeutet das auch was anderes in der Auseinandersetzung oder in den Reaktionen der Menschen in der Interaktion? Ja, auf jeden Fall. Also die sind man taucht da auf zwischen dem Hundevideo und irgendwie einem politischen Video oder ähnlichem. Also man taucht da so zwischen auf und die Leute sind dann wirklich auch in den Kommentaren ein bisschen anders. Also kürzer und reaktiver. Und natürlich kommentieren sie auch. Also beim Kabarett kann man ins Gespräch kommen, eins zu eins. Unter so TikTok-Videos können sich Tausende von Kommentaren tummeln. Und sich auch noch untereinander austauschen. Und man kann dann sehen, wie die sich untereinander austauschen. Und die können Fragen stellen und man kann diese Fragen ja auch wieder aufnehmen und auf diese Frage wieder mit einem Video antworten. So entstehen tatsächlich Dialoge, die auch nachverfolgbar sind. Also auf TikTok funktioniert das so, dass man mit einem Video auf einen Kommentar antwortet und der Kommentar ist verlinkt, auf den kann man wieder zurückkommen. Und so entstehen so Ketten von Dialogen. Und das wissen die Leute auch. Also die kennen das ja, sie kennen das System, die kennen die Plattform und lassen sich auch darauf ein. Also man erwischt sie ja auch dann zu Hause gemütlich auf der Couch oder wartend an der Bushaltestelle. Das sind ganz andere Situationen gefühlt, ne? Also ein anderer emotionaler Zustand auch. Kannst du das prinzipiell sehr persönliche Frage empfehlen, sozusagen diese Tätigkeit und diesen Einsatz, den du da machst, noch dazu in deiner Freizeit? Also hast du eher eine gute Zeit, wenn du das machst, oder kriegst du mehr schlechte Vibes und Gefühle ab? Unterschiedlich, mal mehr das eine, mal mehr das andere. Manchmal geht es mir damit auch besser und manchmal schlechter. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, was für Kompetenzen man so braucht, wenn man Wissenschaftskommunikation machen möchte. Und eine große Kernkompetenz ist das Umgehen mit emotionalen Herausforderungen, weil das eben eine gewisse Unberechenbarkeit hat. Während man beim Kabarett wahrscheinlich, kann Helmut sich ja auch mal erzählen, da irgendwie zwischenrufende Personen hat oder so Störungen kommen,
Ist das vielleicht eher punktuell, während es dann auf TikTok oder Instagram eine ganze Welle an Kommentaren ist, die alle auf einmal auf eine Person einprasseln? Und da muss man so bestimmte Mechanismen entwickeln. Wie gehe ich damit um? Ich lese dann manchmal meine Kommentare nicht selber, sondern lasse jemand anderen die Kommentare lesen oder löschen oder moderieren. Also, es gibt da keine Antwort drauf. Ich kann das empfehlen, das zu versuchen, wenn man den Mut hat und sich das mal traut. Aber ich kann empfehlen, das nicht alleine zu machen und sich vielleicht jemanden zu suchen und zu sagen, wenn ich Fragen habe, kann ich mit dir sprechen und das einfach mal auszuprobieren, aber nicht sich alleine gelassen zu fühlen. Vielen Dank. Helmut hat. Darf ich da Bitte kurz was schön. dazu sagen? Weil ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, weil ich finde, dass wir uns bei den meisten Arten, wie wir Wissenschaft kommunizieren, immer in einem geschützten Bereich befinden. Ich habe es da jetzt sehr interessant gefunden. Ich habe auch drauf geklickt. 18% haben die Informationen durch ein Gespräch. Jetzt ist es aber so, wenn wir über Wissenschaftsskepsis sprechen oder Misstrauen oder mangelndes Vertrauen, dann ist das sicher nicht die Zielgruppe, die wir erreichen sollten, sondern all jene, die eben nicht die Möglichkeit haben, Zugang zu Bildung, zu Forschung, zu Wissenschaft zu haben. Ich sehe mich ja als sehr privilegierte Person. Ich hab ein Gymnasium besuchen dürfen, weil meine Eltern mir das ermöglicht haben. Ich habe ein Studium absolvieren dürfen. Ich habe Kontakt zu Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, wenn ich Fragen habe. Aber sehr viele Menschen haben das nicht. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir die Ängste von jenen Menschen, die eben nicht über jene Informationen, die wir haben, verfügen, sehr ernst nehmen. Es gibt mitunter Vorurteile. Und ich glaube, da ist es eben die Möglichkeit, mit dem Dialog oder mit der Frage oder mit Fragen entgegenzuwirken. Jetzt sind wir auch bei den Science Busters im geschützten Bereich, weil all jene, die zu uns kommen, sind natürlich auch wissenschaftsaffin. Natürlich wollen sie sich unterhalten lassen, aber die wissen schon, dass da Wissenschaft geboten wird. Und ich glaube, vor allem jetzt auch TikTok, gibt die Möglichkeit, dadurch, dass man sich jetzt nur bedingt in einer Bubble befindet und vorgeschlagen wird, auch jene Menschen zu erreichen, die wir überhaupt nicht erreichen können. Und wenn wir das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung in unserer Gesellschaft stärken wollen, dann müssen wir eben diese Menschen erreichen. Und das ist ganz wichtig. Und das ist auch unsere Aufgabe. Und dass das ein harter und steiniger Weg ist, das steht außer Frage. Und es ist ja so, wenn man auf Social Media aktiv ist, dann kann man sich nicht einfach am Abend hinsetzen, einen Post machen und dann wieder gehen, sondern eigentlich ist es so, dass man sich natürlich überlegen muss, was poste ich, und dann natürlich auch auf die Kommentare eingehen. Es geht ja nicht nur darum, Klimaleugner und Leugnerinnen zu belehren und das richtig zu stellen, sondern es gibt ganz viele Menschen, die im Internet sind und versuchen, Informationen zu bekommen. Und da ist es auch wichtig, mit einem Dialog und nicht nur mit Hammer, hau drauf und ihr macht's das falsch, zu agieren, sondern auch das Gespräch zu suchen. Und es ist natürlich manchmal hart, aber das ist, glaube ich, für mich der einzige Weg, wie wir das Vertrauen stärken können. Und deshalb finde ich solche Accounts und das, was die Claudia macht, extrem wichtig. Es werden in dem Map-E die ein oder andere Institution sozusagen beschrieben, nicht zuletzt auch von der Claudia, die versuchen, so partizipative Ansätze zu finden und eben nicht diese Einbahnstraße, wir wissen mehr und wir belehren euch, wie du das jetzt beschrieben hast, nachzumachen. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle nicht daran weiterfragen, sondern sozusagen in der Selbstreferenzialität. Sie, liebe Teilnehmende, noch einmal auffordern und anzuregen, wenn Sie was wissen wollen von den beiden Gästen, Diskutantinnen dieser Veranstaltung oder selbst eine Meinung haben, die Sie hier vertreten wollen, bitte schreiben Sie in den Chat oder zeigen Sie auf. Sie können auch gerne sozusagen
wenn Sie Ihr Gesicht sehen wollen, auch reden und mit Gesicht und das Video einschalten. Aber es geht natürlich genauso gut eine Nachricht. Und nachdem jetzt circa schon Halbzeit ist, wie die Zeit verrät, die ja natürlich unbarmherzig weiter vergeht, würde ich jetzt vorschlagen, dass wir nach Beantwortung der Frage von Ines Pichler zum Padlet gehen, beziehungsweise zur zweiten Abstimmung. Aber vorher nehme ich noch die Frage von Ines Pichler auf. Wie bewerten Sie die vermeintliche Fragezeichen Notwendigkeit, wissenschaftliche Inhalte vereinfacht darzustellen, sprachlicher Duktus, Fachsprachlichkeit, Inhalt? Das geht jetzt an beide, aber ich fange mit der Claudia vielleicht an, wenn das recht ist. Das Ich kann aber auch interpretieren, wie ich die Frage verstehe. ja, genau. Ich bin auch gerade, ich versuche gerade das Bewerten zu verstehen, weil ich habe jetzt gar nicht den Anspruch, das zu bewerten, wie oder ob jemand seine Inhalte in Wissenschaftskommunikation ja, vereinfacht darstellt oder visualisiert oder didaktisch aufbereitet. Das ist tatsächlich sehr, sehr individuell. Also ich finde, einige schaffen es mit den größten Fremdwörtern und wenig Reduktion, super tolle Inhalte zu produzieren. Für andere funktioniert es viel besser, das super einfach zu machen. Und ich glaube, wir brauchen auch beides. Also es kommt ja auch auf den Inhalt an. Im Podcast kann ich 90 Minuten lang ganz detailliert über Sturzfluten sprechen. Wenn ich darüber einen 60-Sekunden-TikTok mache, ist das natürlich komplett anders reduziert und runtergekocht. Das heißt, beides kann parallel existieren. Und ich finde es gut, dass für die eine Art, das eine Medium wie eine Plattform, die eine Zielgruppe für den einen Zweck vielleicht auch zu reduzieren und bei dem anderen dann ganz weit auszuholen. So haben auch alle die Möglichkeit, beides oder mehrere Ebenen sich anzuschauen. Und deswegen würde ich es gar nicht bewerten, sondern ich würde sagen, wir brauchen alles davon, von ganz einfach bis sehr kompliziert. Aber vielleicht hat Helmut auch noch was. Ja, ich kann mit dem nur anschließen, aber es gibt in der Wissenschaftskommunikation einen schönen Begriff, die Tyrannei der Präzision, dass wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen immer das Gefühl haben, wenn wir zu einfach wären, dass wir nicht mehr wissenschaftlich genug sind. Und es kommt natürlich auf die Zielgruppe an. Und es ist ja nicht so, dass jetzt Social Media die einzige Lösung ist. Es ist ein kleines Tool. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine ganz große Bandbreite haben. Wir haben Podcasts. Drosten-Podcast war hervorragend, das war detailliert, die haben Publikationen zerlegt und es war trotzdem einfach und verständlich aus zwei Gründen. Erstens war oder ist Drosten ein genialer Kommunikator, aber zu seiner Seite waren hervorragende Journalisten und Journalistinnen, die das dann, wenn es ein bisschen zu sehr fachlich war, wieder zusammengefasst haben. Und das versucht zum Beispiel ja der Martin Buntigam bei uns auf der Bühne immer, wenn wir zu spezifisch sind, dass er das dann vereinfacht. Das kriegt er dann einen ganz anderen Stellenwert. Wenn ich das vereinfache, dann werde ich als unwissenschaftlich dargestellt. Wenn er das vereinfacht, wird es eher toleriert. Und das ist wieder ein Vorteil von so einem System. Wie gesagt, aber wenn ich jetzt auf Social Media nur, ich weiß nicht, 500 Zeichen zur Verfügung habe, dann muss ich kurz und prägnant sein. Und die muss man halt immer im Klaren sein, welche Zielgruppe spreche ich an und versteht die Zielgruppe, die ich anspreche, auch die Sprache, mit der ich agiere. Weil du Prost an, Entschuldige, Claudia. Ich wollte nur gerade noch ergänzen. Das Spannende ist ja, wenn man mal so vereinfacht und Leute dann sagen, ja, aber das ist ja nicht so einfach, du hast ja das und das vergessen oder hier und das nicht angesprochen, dann kann man das natürlich als eine Störsituation aufgreifen, aber man kann es auch als Dialog begreifen. So, und dann sagt man, ja, natürlich habe ich das weggelassen aus den und den Gründen und dann kann man es wieder in ein Gespräch verwandeln. Manchmal, also es ist nicht immer möglich, aber manchmal funktioniert das, auch wenn Leute einwerfen, ja, das ist mir alles nicht
Du hast ja da jetzt keine Kompetenz, das ist mir nicht wissenschaftlich genug, das glaube ich nicht, dass das so ist. Und die benutzen das Wort Glauben, ob wir das nun wollen oder nicht. Und dann kann man darauf ja auch antworten und reagieren und sagen, ja, du musst mir auch nicht einfach so alles hinnehmen, was ich sage. Das ist sehr gut, dass du es hinterfragst. Ich kann dir noch mal genauer erklären. Und dann entsteht ja wieder ein Gespräch. Und das finde ich eigentlich, das sind tolle Situationen, die dann dadurch entstehen, dass man was reduziert hat, vielleicht. Ja. Dass, damit hier ein Dialog entsteht, könnte ich jetzt bitte die Martina bitten, die zweite Abstimmung zur Abstimmung zu bringen. Die ist relativ einfach mit Ja oder Nein zu beantworten, nämlich haben Sie in letzter Zeit direkt mit Wissenschaftsskepsis Erfahrungen gemacht? Bitte kurz mit Ja oder Nein antworten. Da ist der Drosten, der jetzt erwähnt wurde, und sein Podcast zu Corona natürlich auch ein gutes Beispiel, weil er natürlich sehr aufgefallen ist, weil er so ein hervorragender Kommunikator ist und weil er, wie eh gesagt wurde, von sehr guten Kolleginnen vom SWR, vom deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterstützt wurde dabei in diesen Podcasts, haben auch ganz viele Preise bekommen etc. Aber natürlich hat Drosten auch nicht nur Preise bekommen, sondern auch ganz viel Hass wiederum und sehr unangenehme Dinge, die da passiert sind. Auch, ich weiß nicht, ob alle Gerichtsverfahren schon abgeschlossen sind oder nicht. Er hat sich dann, glaube ich, auch ein bisschen zurückgezogen und so weiter aus verständlichen Gründen. Das hat alles mit Wissenschaftsskepsis zu tun. Er hat auf jeden Fall damit Erfahrung gemacht. Er hätte das mit Ja beantworten müssen, wenn er jetzt Teilnehmer wäre. Ich glaube, ich muss das auch beantworten, damit es weggeht. Jetzt ist es weg. Und nach Ende dieser Abstimmung, die wir jetzt schon gemacht haben, und 81% haben gesagt, ja, Sie haben in letzter Zeit Erfahrungen gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele teilgenommen haben, aber es ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, statistisch signifikant. Diese über 80% haben wir uns überlegt, damit 21 Teilnehmerinnen haben abgestimmt, haben wir uns ein Padlet überlegt. Ich weiß nicht, ob Sie Padlets kennen. Ich kenne es auch nicht so gut, aber das Ding ist, dass Sie jetzt gemeinsam in ein Dokument, das auch von den Kolleginnen dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wird, hineinschreiben können, wenn sie das wollen, wo das war, in welchem Zusammenhang, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Also das sollen jetzt keine Seminararbeiten werden, logischerweise, aber wenn sie da jeweils vielleicht ganz kurz hineinschreiben, in welchem Kontext das war, wer davon betroffen war, vielleicht auch, was sozusagen ihr Beitrag dazu war, wie sie betroffen waren, dann könnte man das visualisieren. So, das ist jetzt ein Test. Und ich könnte jetzt weiterreden über diese kleine Aufgabe zwischendurch. Ich könnte dann aber auch mit Fragen weitermachen an Claudia und Helmut. Aber ich würde sagen, nachdem wir im Vorgespräch gesagt haben, dass man nicht doppelt moppeln soll, also sprich das Gespräch weiterführen und eine Aufgabe geben, würde ich sagen, warte ich jetzt ein bisschen zu und im Fußball würde man jetzt sagen, spiele ich hinten rum den Ball in der eigenen Hälfte, ohne in Richtung Strafraum zu gehen und warte mal ein bisschen ab. Also gut, ich sehe daheim beim Mittagstisch. Das ist auch gut, weil daheim beim Mittagstisch heißt offensichtlich, dass das im familiären, also heißt es nicht automatisch, aber das ist jetzt schon wieder meine Assoziation, aber das sagt mehr über mich aus, als über Sie, dass das im familiären oder jedenfalls engeren Kontext war, wenn das am Mittagstisch stattgefunden hat. Klimawandelskepsis, den Klimawandel hat es immer schon gegeben. Das ist natürlich eine Beilvorlage, würde ich sagen, für die Claudia als Meteorologin. Hast du das sicher auch das ein oder andere Mal oder das ein oder andere tausendmal gehört? Wie begegnest du so einem Argument wie dem Klimawandel? Hat es immer schon gegeben? Aha, es kommt auf den Kontext an. Das steht jetzt hier natürlich nicht. Es ist super kontextspezifisch. Wenn mir sowas begegnet, und ich würde jetzt mal, wenn ich jetzt den Kommentar daneben sehe, daheim am Mittagstisch und ich sitze in meinem Familienkreis, dann kommt es ja
ganz drauf an, wer ist die Person, wer bin ich, stehe ich im Abhängigkeitsverhältnis, also sind das meine Eltern und die finanzieren noch mein Leben, ist das Bruder, Schwester oder was? Also es ist eine ganz, ganz individuelle Sache, wie reagiere ich da drauf? Und das ist ein anderer Kontext, als es begegnet mir auf Social Media oder ein anderer Kontext, es begegnet mir auf der Arbeit mit einem Kollegen oder ähnlichem. Und ich glaube, da lässt sich keine pauschale Antwort drauf geben, weil manchmal traut man sich nicht zu reagieren oder kann nicht reagieren. Manchmal kann man und dann kann man sich überlegen, wie gehe ich das jetzt an? Sage ich das, mache ich das kurz, mache ich das lang, liefere ich eine Erklärung mit? Habe ich gerade selber die Kapazität, das auch zu machen? Das ist in nicht jeder Situation machbar. Aber wenn man jetzt sowas zum Beispiel bekommt, häufiger mal WhatsApp-Weiterleitungen von verschiedenen Personen, dann gibt es tatsächlich sogar schon vorgefertigte Antworten, die man nutzen kann und zurückschicken kann, die solche Sachen beantworten, wenn man selber gerade nicht das beantworten möchte. Denn das ist ja auch eine Problematik, dass wir sehr viel Zeit darin investieren, Falschaussagen, Skepsis zu widerlegen. Und das auf sehr individuelle Weise und das sehr viel Zeit bindet, mit der man eigentlich über Lösungen reden könnte. Also ich würde sagen, die Antwort ist sehr individuell. Mittlerweile sind auch andere, danke, andere Anmerkungen oder Beispiele auf dem Padlet, nicht Tablet, ja, auf meinem Tablet ist auch erschienen, aber Padlet. Ich würde sagen, es sind so zwei Themenblöcke. Einerseits, wo das passiert, also Medien oder eben am Mittagstisch im Bekanntenkreis. Und auf der anderen Seite sind es konkrete Beispiele. Wissenschaft hat immer die Wahrheit in der Schule, Lehrerinnen, Lehrer fordern von Wissenschaftlerinnen sichere Antworten. In Social Media gelesen, dass Sozialwissenschaften keine echte Wissenschaft sind. Dann Wissenschaftssprache. Wissenschaftssprache sei nur dazu da, sich als elitär zu präsentieren. Da ist das Arbeitsumfeld offenbar der Ort, wo das geäußert wurde. Vielleicht eine Frage an dich, Helmut, weil da geht es sozusagen ja auch ein bisschen um die Wissenschaften an sich. Was ist Wissenschaft? Was ist nicht Wissenschaft? Wie sprechen die Wissenschaftlerinnen? Sind sie zu abgehoben? Sind sie zu elitär? Du hast es ein bisschen schon angedeutet bei deinen Ausführungen zu den Science Busters, was die Sprache der Wissenschaft trifft. Eine Anforderung an die Wissenschaftskommunikation ist ja, dass sie Sachen vereinfacht. Ich sehe gerade in der Ausbildung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zwei große Probleme. Es ist so, dass wir im Studium natürlich hervorragend auf unser Spezialgebiet vorbereitet werden. Aber was uns eigentlich fehlt, dass wir lernen, wie wir kommunizieren können oder kommunizieren sollten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo ich bei den Science Busters war, ich das auch nicht gekonnt habe. Und erst wie dann mit dem Martin und vor allem auch mit dem Florian, ich bin ein ganz großer Fan von Florian, auf der Bühne gestanden bin. Ich bin ja dann, ich habe immer, wir haben immer eine Nummer und dann ist der andere dran und ich bin immer dann auf der Bühne gesessen und habe dem Florian und dem Martin zugehört und habe mir gedacht, boah, wie die das erklären, das ist super. Und habe da extrem viel gelernt. Ich hätte mir das aber gewünscht, dass ich das schon während des Studiums lerne. Das heißt, wir bilden zwar Spezialisten und Spezialistinnen aus, wir geben ihnen aber nicht die notwendigen Tools, um das dann auch zu kommunizieren. Natürlich vor der eigenen Community schon, aber nicht, wie wir das dann herunterbrechen. Und das hat die Claudia natürlich auch schon gesagt, dass Wissenschaftskommunikation vor allem von jenen betrieben wird, die einen intrinsischen Reiz haben. Jetzt habe ich das Glück, ich habe einen extrem extrinsischen Reiz. Das ist auch den Job, den ich habe. Das heißt, ich werde auch dafür bezahlt, dass ich das mache, aber ich bin auch wieder in einer sehr privilegierten Lage, weil die meisten Wissenschaftler oder fast alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen werden danach beurteilt und danach richtet sich auch ihre Karriere, wie sie wissenschaftlich publizieren. Das heißt, es wird gar nicht wirklich belohnt, wenn man sich in der Wissenschaftskommunikation aktiv betätigt. Und wie ich
eigentlich mit der Wissenschaftskommunikation begonnen war so auch mein intrinsischer Reiz, dass ich gesagt habe, ich möchte gern für unterschiedliche Zielgruppen Wissenschaft vermitteln, auch den Dialog suchen. Mittlerweile sehe ich meine Rolle ein bisschen anders, und zwar auch die Rolle der Professur. Es geht nicht nur darum, dass ich jetzt vorn stehe und vermittle, sondern mein Anliegen ist es, dass ich jetzt auf der Uni Graz, und da habe ich das Glück, dass das Rektorat mich sehr unterstützt, eine Infrastruktur schaffe, um Studierende auszubilden, um ihnen die Möglichkeit zu geben, das zu erlernen. In Form von Lehrveranstaltungen, wo sie EZTS dafür bekommen, wenn sie das machen. Es ist auch die Möglichkeit von Anstellungen. Sie sagt, ich stelle Studierende geringfügig bei mir an, und die arbeiten dann für mich. Und die lernen dann, was wir machen, und bekommen so quasi dann auch noch die Möglichkeit, dass nicht jetzt irgendwo als Kellner oder Kellnerin arbeiten müssen, weil sie sich die Wohnung finanzieren müssen, sondern auch in dem Gebiet, wo sie vielleicht einmal tätig sind in der Kommunikation, arbeiten können. Und das sehe ich eher so als meine Rolle. Wie kann man an universitären Institutionen ein System schaffen, ein System installieren, damit das in Zukunft so ein bisschen besser ist? Und so sehe ich ein bisschen meine Rolle. Ich hoffe, ich bin jetzt von deiner Frage nicht zu weit abgeschweift. Na, es war ja eine offene Frage. Insofern danke, dass du sie in deinem Sinn beantwortet hast. Die Frage ist, wie sich die Institutionen dazu verhalten, weil das ist jetzt auch kein ganz neues Phänomen mehr, über das wir heute sprechen. Ja. Also ganz konkrete Frage, findet das die Universität Graz eh gut, sozusagen, dass du das machst, und dass man dann auch eine extrinsische Motivation für die Studierenden schafft, indem sie zum Beispiel ECTS bekommen? Also super, ich kann da drei Beispiele geben. Wir haben jetzt ein Zentrum für Gesellschaft, Wissen und Kommunikation, wo wir wirklich versuchen, mit Workshops, mit Veranstaltungen da eine Plattform zu bieten. Nicht nur für Studierende oder Unimitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern natürlich auch für unterschiedliche Zielgruppen. Dann habe ich die Möglichkeit, dass ich mit allen Fakultäten zusammenarbeite. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zu einer Fakultät hingehe und sage, habt ihr nicht Lust, ich biete eine Lehrveranstaltung Wissenschaftskommunikation an, dann wird das auch unterstützt. Und mittlerweile sind wir haben sechs Fakultäten, in sehr vielen Fakultäten bereits drinnen. Und das muss man auch mal sehen. Das sind natürlich auch wieder unterschiedliche Wissen oder Zielgruppen, weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Wissenschaftskommunikation mit Rechtswissenschaftler und Rechtswissenschaftlerinnen mache oder mit Naturwissenschaftlern und Naturwissenschaftlerinnen. Und diese Möglichkeit, quasi das zu institutionalisieren, aber auch diese Möglichkeit, diese Professur zu schaffen und ein ganz klares Statement für die Wissenschaftskommunikation abzugeben, das ist ganz wichtig. Und das muss ich jetzt muss ich für die Uni Graz Werbung machen, aber das rechne ich der Uni Graz extrem hoch an. Und was wir noch gemacht haben oder was das Rektorat der Uni Graz gemacht hat, die ORF-Aufzeichnungen der Science Busters, die immer im Rabenhof oder im Stadtsaal stattgefunden haben, finden an der Uni Graz statt. Das heißt, 2 Tage ist dann wirklich das komplette ORF-Team mit, ich weiß nicht, wie viel Trucks bei uns, mit 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Da ist ein Teilbereich gesperrt, und die Aufzeichnungen finden an der Uni Graz statt. Und das ist auch ganz ein klares Statement, auch an die Studierenden, dass man sagt, das finden wir gut und das machen wir bei uns. Ich bin zwar gerade in Bildungskarenz, aber ich mache jetzt trotzdem auch Werbung für den ORF, weil Science Busters, glaube ich, gestern die letzte oder am Montag die letzte Ausstrahlung war, und das kann man dementsprechend dann auch auf ORF On, glaube ich, jetzt für einen Monat lang nachschauen oder so, wahrscheinlich mehrere Folgen, weiß ich gar nicht. Jetzt Aber ist jede vielleicht. Woche, mach gleich Werbung. Jeden Ja. Dienstag um 23 Uhr. Aha. Dienstag und nicht Montag, pardon. Dienstag. Ah ja, stimmt, das ist nach. Ach, willkommen in Österreich, so kann man sich's auch merken. So, genau. Dennoch, ich würde jetzt. Bitte. Ich wollte gerne auch einhaken, weil ich so spannend finde, wie unterschiedlich die Unterstützung oder das Verständnis und das Vorgehen bei dem
Thema oder die Integration von Wissenschaftskommunikation in die Hochschule ist. An der Technischen Hochschule Köln zum Beispiel dreht sich sehr viel darum, dass es wichtig ist, transformative Wissenschaft zu machen. Also Wissenschaft, die nicht für sich alleine irgendwo steht und etwas erforscht, sondern eben mit der Gesellschaft wechselwirkt. Die Gesellschaft ist dabei, forscht mit, gibt Input. Man ist direkt mit der Gesellschaft am Forschen und erkennt an, dass man eben nicht eine separate Wissenschaft irgendwo ist, sondern natürlich hat das, woran wir forschen und das, woran wir arbeiten, einen Einfluss auf die Gesellschaft, auf uns und umgedreht hat die Gesellschaft einen Einfluss auf Wissenschaft und zurück. Und nur wenn das so auch gedacht und angesetzt wird, kann man ja auch eine wirkliche Transformation wie eine Energiewende, wie eine, ja, so ein Umschwung in System oder in unserem Denken auch wirklich erst schaffen. Ne? Also wenn diese Sachen so ineinander greifen und verstehen, dass sie nicht separat sind. Und in dem Punkt ist natürlich Wissenschaftskommunikation plötzlich etwas, was zum ganz festen Kern von Wissenschaft wird. Weil ich kann keine transformative Wissenschaft mit Teilen der Bevölkerung, bestimmten Zielgruppen, mit Leuten aus Kommunen oder ja, also aus irgendwelchen Ämtern und Behörden oder von PraktikerInnen vor Ort machen, wenn ich nicht mit denen über Wissenschaftskommunikation rede. Also wir reden ja über Wissenschaft, das ist dann Wissenschaftskommunikation und die Informationen fließen in beide Richtungen. Das ist dann wirklich ein Kern des Forschens auch, weil wir ja gemeinsam forschen und gemeinsam Wissenschaft betreiben. Und dann geht es gar nicht, ohne das miteinander sprechen. Und ich finde das total spannend, weil so eine, meine Idee waren auch immer so was wie, ich würde keine Lehrveranstaltung auch anbieten in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen. Da kann ich mich so dran, komme ich dann mit deren Fachthemen und wir können dann schauen, wie können wir denn die Fachthemen dann da auch so aufbereiten. Und das ist auch eine super wichtige Kernsache. Und ich finde es aber auch schön zu sehen, wie die TH Köln versteht, dass das ein Teil des Arbeitens als Forschende einfach ist und das dann so on the fly im Arbeiten in solchen transformativen Settings, bei uns ist das jetzt in einem Reallabor konkret, einfach auch umgesetzt wird und die Forschenden dann damit arbeiten und gleichzeitig den Benefit auch davon kriegen, weil Leute aus der Gesellschaft auch mitforschen und dabei sind. Also das finde ich super spannend, dass es einfach so eine Bandbreite gibt an Ansätzen, wie man als Hochschule Wissenschaftskommunikation denkt und voranbringt und unterstützt. Ich muss jetzt nachfragen. Ich habe einen bösen Gedanken und eine Nachfrage. Der böse Gedanke ist, die Frage ist, ob die kommenden Regierungen, die da treuen, tatsächlich noch viel Interesse an transformativer Wissenschaft haben oder vielleicht ganz andere Wissenschaftsvorstellungen. Muss man jetzt, das ist eine sehr weite Debatte. Ich wollte nur diesen Gedanken aufbringen. Die Nachfrage ist, weil das direkt mit deinem Beitrag auch zu tun hat, von den du geschrieben hast im Map. Und du hast das Wort jetzt auch schon verwendet, Reallabor. Wenn man da nicht weiß, was es ist, weiß man nicht, was es ist. Vielleicht kannst du kurz erklären. Ganz kurz gesagt, ist es der Versuch einer partizipativen Wissenschaftskommunikation. Kann man das so sagen? Das ist die Konsequenz. genau, Julia Laux und ich hatten zusammen diesen Bericht oder diesen Text geschrieben und haben versucht, einmal zu erklären, was auch so ein Reallabor ausmacht. Und ein Reallabor ist eigentlich so eine Art Wissenschaftseinrichtung, ein Raum, ein metaphorischer Raum, wo Forschende mit bestimmten Gruppen aus der Bevölkerung gemeinsam an realen Problemen arbeiten, forschen und Lösungen finden. Also die Forschung setzt auf realen Problemen auf und es wird auch umgesetzt und man hat dann eine Lösung für das Problem. Und das Ganze passiert eben in diesem Setting Reallabor, was bedeutet, man hat Raum zum Fehler machen, man hat Raum zum Ausprobieren, man kommt, alle kommen mit ihren eigenen Vorstellungen. Verschiedene Wissenschaftsdisziplinen auch. Also ich bin in diesem Reallabor, aber wir haben auch jemanden aus der aus grün-blauer Infrastruktur, also Wasserstraßen und Grünflächen und solchen Sachen oder aus kritischer Infrastruktur wie Rettungsingenieurwesen und solche Sachen. Und die kommen zusammen mit Leuten aus Kommunen, die Probleme haben, die sie konkret lösen müssen. Wie Überschwemmungssituationen, wie können wir damit künftig besser umgehen? Und da findet man gemeinsam Lösungen. Und das macht ein Reallabor aus. Man fängt dann an, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten an den Problemen, die es konkret gibt.
Und diese Lösungen gehen dann auch eben nicht an dem richtigen Bedarf vorbei, sondern die sind ja mit den Leuten zusammen gemacht. Das ist also irgendwie so eine ganz andere Art, sicherzustellen, dass die Forschung, die man macht, auch einen praktischen Anwendungsfall hat. Und das macht ein Reallabor aus. Gibt's ja, da gibt es ja einige davon. Ich habe nachgelesen, auch in Österreich gibt es da durchaus einige Beispiele für so Reallabore. Hast du so einen Überblick, was da noch tatsächlich geschieht mit, also wir haben in Österreich nur zum Beispiel, fällt mir der Klimarat ein, den wir auch vor vielen Jahren installiert haben. Das ist funktioniert, ich sage mal, ähnlich, weil so bunt zusammengewürfelte Menschen Lösungen für reale Probleme erarbeiten. Nur üblicherweise erarbeiten die dann super Lösungen und dann schicht nichts. Also dann wandert das in die Schubladen sozusagen. Hast du da andere Beispiele oder bessere Nachrichten? Also tatsächlich ist das Ziel des Reallabors auch die Umsetzung. Also nicht nur das Erarbeiten und Ablegen, sondern das Umsetzen. Also erfolgreich ist das Ganze, wenn am Ende sich tatsächlich etwas verändert hat. Wenn tatsächlich irgendwo eine Renaturierung stattgefunden hat oder wenn tatsächlich Leute mit einbezogen worden sind in die Planung von einer bestimmten Maßnahme und die Maßnahme dann auch umgesetzt worden ist. Also das Ziel ist schon die Umsetzung. Und das ist immer, ich finde es auch immer schade, wenn es genau an dem Moment hapert. Aber das hat auch natürlich, also es ist natürlich auch nicht einfach. Man muss sich ja vorstellen, Wissenschaft, Finanzierung braucht man ja, für sowas braucht man Finanzierung, funktioniert ja so, dass man sagt, ich habe hier ein Projekt, das würde ich gerne machen. Und wenn man mit einem Reallabor kommt, sagt man, wir haben kein Projekt, wir würden aber gerne eins mit einer bestimmten Gruppe Menschen finden und dafür eine Lösung machen. Also dafür Finanzierung zu finden, die das dann auch bis zum Schluss finanziert bis zur Umsetzung ist manchmal schwierig und daran hapert es dann vielleicht auch an manchen Stellen. Also ja, dieser Übergang in die Umsetzung funktioniert bei einigen Reallaboren schon gut, bei anderen vielleicht eben noch nicht, aber da habe ich jetzt auch nicht den großen Überblick, muss ich zugeben. Gut, also die Also wenn ich mir Nachfrage da, wird, ja, bitte. Entschuldigung, wenn ich mir die einhaken darf, das ist ja die beste Form des Dialoges und des Diskurses, weil da ist ein gegenseitiger Austausch, weil wir wissen als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oft gar nicht, was wird gebraucht oder was wird erwartet. Das betrifft vor allem auch beim Klimawandel sicher sehr viele Themen, aber es gibt ja auch diese Citizen Science Projekte, also die Bürgerinnenwissenschaft. Und ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil, also aus der Molekularbiologie ist es ja die Vorstellung, wie soll man jetzt Bürger und Bürgerinnen in ein Projekt mit einbinden, wenn ich da mit Geräten arbeite, die hochkomplex sind. Und dann haben wir an der Uni Graz einen Bienenforscher, das ist der Robert Brotschneider, und den treffe ich immer wieder und mit dem tratsche. Und dann hat er gesagt, er hat ein Projekt mit Hobbyimkern und Hobbyimkerinnen aus ganz Europa. Und die machen einfach ein Monitoring, wo sie schauen, wie ist die Umwelt, wie schaut es mit der Umweltverschmutzung aus. Und das kann man hervorragend messen, indem die Bienen gehen ja zu den Blüten und dann nehmen sie natürlich den Blütenstaub mit und das kann man an den Bienenstöcken dann abfangen und das kann man messen. Und bei diesem Projekt war es so, dass er mit ganz vielen Imkern und Imkerinnen in Europa zusammengearbeitet hat und die ihm diese Daten geschickt haben, beziehungsweise diese Proben geschickt haben. Und er hat sie dann analysiert und er hat gesagt, es wäre gar nicht möglich gewesen, selbst an so viele Proben zu kommen, wenn er nicht diese Hobby-Imker und Imkerinnen gehabt hätte, die ihm geholfen hätten. Und dann war ganz interessant, sie haben dann auch noch erhoben, was für diese Bürger und Bürgerinnen wichtig war bei dieser Forschung, weil da ist ja eine Publikation dann rausgekommen, wichtig war für sie, die Daten aus dieser Forschung zu bekommen. Das heißt, sie waren Teil dieses Projektes und sie haben dann natürlich auch Daten bekommen und selber dann gesehen, wie schaut ihre Umwelt aus.
Und das finde ich extrem spannend, weil da ist ein Benefit für beide, also für die Wissenschaft und, oder für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, weil wir könnten nie so viele Proben bekommen und auf der anderen Seite natürlich dann auch die Analyse der Daten und die Weitergabe der Daten an die Hobby-Imker und Imkerinnen, die natürlich ihrerseits dann daraus wieder Konsequenzen ziehen können. Und das finde ich extrem spannend. Ja, ich glaube, es gibt viele sehr gut funktionierende Citizen Science Projekte, auch in Österreich und anderswo. Ein Problem oder ein Phänomen wahrscheinlich auch bei Citizen Science ist, dass es tendenziell auch wieder Menschen anzieht, die halt schon ein gewisses Vorinteresse für Wissenschaft mitbringen und oder mit den Kinder von Akademikern. Wir kennen alle diese Geschichten, dass sich Bildung in Österreich besonders vererbt. Darf ich dazu ein, noch Bitte. ein exotisches Beispiel beisteuern? Weil auch da gibt es Beispiele, wo das genau anders funktioniert. Kennt einer von euch zwei das Spiel Borderlands? Das ist ein Computerspiel. Nein? Das ist ein Nein. Ego-Shooter, so ein Looter-Shooter, wo man Dinge und Figuren erschießt und dafür Beute bekommt. Borderlands 3 ist das dritte Spiel in dieser Serie. Und da gibt es ein Minispiel, das kann man spielen. Es sieht aus wie Tetris im Prinzip. Und man bekommt dafür auch Goodies, also man bessere Waffen oder mehr Erfahrungspunkte. Und in Wirklichkeit ist dieses Tetris-Spiel aber gar nicht nur ein Tetris-Spiel, sondern das sind genetische Codes von Darmbakterien, die Forschende von ganz, ganz vielen Menschen eingesammelt haben und die sie versuchen so zu dekodieren und Muster zu erkennen. Und sie brauchten dafür sehr, sehr viele Menschen, die diese Mustererkennung durchgeführt haben. Und sie haben das als Game in dieses Spiel eingebaut und haben damit wieder Menschen erreicht und an Wissenschaft beteiligt, die da sonst nie drauf gekommen wären. Und die haben, man hat diese Gensequenzen dann so dekodiert und hat dabei der Wissenschaft zugearbeitet und hat selber dafür auch noch was bekommen. Und das fand ich auch sehr spannend. Also man muss kreativ sein, ne, um Leute zu erreichen, die dann vielleicht nicht wieder immer die gleichen sind. Das kann einmal heißen, man macht es vielleicht auf eine ungewöhnliche Art, wie dieses Spiel, wo die Leute sich auch nicht rausbewegen müssen. Oder man muss vielleicht mitdenken, wie man es fördert, dass Leute hinzukommen können, die sich es nicht leisten können. Ne? Also wo es dann wieder um finanzielle Unterstützung oder um Fahrmöglichkeiten, Anfahrmöglichkeiten geht, wenn man das wirklich wieder vor Ort macht. Aber da gibt es verschiedene Ansätze, die allerdings halt auch wieder eine Finanzierung erfordern. Na, am Ende bleibt es darauf hängen. Wir müssen es wollen und finanzieren wollen. Das ist jetzt ein sehr schönes Beispiel und ein gefernstes, würde man in Wien sagen, also ein besonders, wie sagt man, gefernst auf Hochdeutsch. Ich weiß es nicht. Ein sehr gut überlegtes, ein wohlüberlegtes und hintersinniges Beispiel, um die Leute abzuholen sozusagen. Ich glaube, so könnte man gefernst übersetzen. Und da gibt es natürlich auch andere. Ich würde vielleicht langsam sogar schon, weil die Zeit so voranschreitet, zum Abschluss kommen. Vielleicht noch die Frage nach der Erwachsenenbildung, weil es ist ja doch das Magazin für Erwachsenenbildung und das schwingt natürlich bei all dem, was ihr gesagt habt, immer mit. Die Frage, was ist überhaupt Erwachsenenbildung, das ist auch schwer zu definieren. Aber habt ihr vielleicht noch jetzt abschließend aus euren Erfahrungen Ratschläge, Hinweise, was man besser machen könnte sozusagen. Oder wir haben viel über Unis geredet, die nicht in die Erwachsenenbildung zählen, wie ich gelernt habe mittlerweile, sondern wirklich sozusagen für die ja schon älteren Erwachsenen so quasi, um sie abzuholen. Solche Spiele sind eine Möglichkeit, aber die werden wahrscheinlich auch wieder Jüngere in dem Fall betreffen. Habt ihr da vielleicht noch gute, ja, Thesen zumindest? Ich könnte vielleicht noch mal auf unser Reallabor zurückkommen, weil wir tatsächlich dort auch Menschen aus der Weiterbildung mit dabei haben, die ganz konkret schauen, was fehlt eigentlich den Menschen in den Kommunen oder was fehlt WissenschaftlerInnen auf der anderen Seite, um effektiv diese Transformation voranzutreiben und schaut genau, was wir einsetzen, was wir tun, was wir machen und daraus Weiterbildungskonzepte entwickeln.
Also dieses Großheit als Reallabor funktioniert wirklich mit so vielen Aspekten, die ineinander greifen, dass wir auch sowas abgreifen und dann tatsächlich Weiterbildungsformate für Erwachsene entwickeln, die genau solche Transformationsprozesse in den Kommunen oder in Städten vorantreiben sollen und dafür die Kompetenzen aufbauen sollen. Das ist jetzt natürlich ein formales Beispiel, ne? Also eben keins, was so nebenbei funktioniert oder sowas, sondern sehr klar konzipiert. Aber ich finde, da merkt man schon, man kann aus diesen Sachen, wenn man da genau drauf schaut, durchaus Erwachsenenbildungsformate mit rausziehen, die aus dieser Kommunikation und diesem gemeinsamen Dialog zwischen Forschung und den Zielgruppen entsteht. Dafür schon konkrete Beispiele? Also ist da schon was draus, also ein Weiterbildungsformat entstanden oder mehrere? Wir sind gerade mittendrin. Also wir sind gerade erst im anderthalb Jahre drin und wir haben, man muss ja quasi erstmal beobachten, was passiert. Und wir sind gerade dabei, die ersten Formate zu entwickeln. Und die Kolleginnen sind da dran. Was könnte das sein, zum Beispiel jetzt ins Blaue hineingesagt? Zum Beispiel solche sowas wie Methoden zum gemeinsamen kollaborativen Arbeiten und Ideen finden, also so ko-kreatives Erarbeiten von Lösungen. Zum Einbinden verschiedener Zielgruppen. Wie macht man das am geschicktesten? Wie kann man da alle Personen zusammenbringen? Die Idee ist natürlich auch, vielleicht kann man auch ein kleines Modul zur Wissenschaftskommunikation dazu bringen, ne? Also auch das ist eine Möglichkeit, so ganz viele verschiedene Bausteine, die sich wahrscheinlich zu einem großen zusammensetzen lassen. Aber sowas wie ko-kreative Formate entwickeln für die eigene Arbeit, um die ganzen StakeholderInnen zusammenzubringen und an Lösungen zu arbeiten, das ist so eine Grundkompetenz, die solche also Menschen, die Transformationsprozesse begleiten, brauchen können. Okay. Vielen Dank. Die gleiche Frage auch an Helmut, den Praktiker Helmut als Science Buster, aber auch den Theoretiker sozusagen als Professor für Wissenschaftskommunikation. Die Universität Graz oder Universitäten sind ja auch Weiterbildungsinstitutionen, nicht nur ja, für ganz junge Menschen. Wie siehst du da die Ich glaube, die Schwierigkeit liegt immer darin, wenn man fordert, dass jemand zu einem kommt. Wie gesagt, meine Mutter ist 85 und sie hat jetzt nicht studiert und sie fragt mich immer, darf ich jetzt auf die Uni kommen, weil ich habe ja nicht studiert. Und dann sage ich zu ihr, Mama, bei wie vielen Veranstaltungen warst du schon bei uns? Sagt sie, ja, ich weiß eh. Also es ist da noch immer so eine Schwelle. Das heißt, was wir uns natürlich überlegen sollten, diese Schwelle so klein wie möglich zu halten und noch besser ist, überhaupt wohin zu gehen. Und das probieren wir jetzt zum Beispiel auch mit den Science Busters, dass wir sagen, wir gehen vielleicht dorthin, wo man uns nicht erwartet, zum Beispiel in ein Einkaufszentrum. Das machen wir zum Beispiel am 16.11. In Melk, der Martin Buntigam und ich. Und das ist auch ganz interessant, weil das ist so, dass die Leute ja dort gar nicht mit uns rechnen. Plötzlich ist da mitten im Einkaufszentrum eine Bühne und da hupfen zwar auf der Bühne herum, eine im rosa Trikot, das heißt, man ist abgelenkt, hört zu. Vielleicht bleibt man stehen und hört sich das an. Also das ist einmal ein Punkt. Den zweiten Punkt, den ich sagen wollte, habe ich jetzt vergessen. Zu später Stunde. Was war der zweite Punkt? Habe ich vergessen. Tut man. Ah ja, genau. Ich sehe ja immer, ich sehe das Theater oder den Humor immer als trojanisches Pferd, wo man dann auch die Wissenschaft quasi verstecken kann und übermitteln kann. Und ich glaube, und das hat die Claudia auch gesagt, wir müssen viel kreativer sein, von unseren alten Formaten abweichen. Ich finde das Gaming ganz spannend, ganz interessant, dass man mit dem arbeitet. Aber auch sollten wir uns immer überlegen, was interessiert Erwachsene? Und wir haben zum Beispiel bei uns ein Geschmackslabor und in diesem Geschmackslabor bieten wir Kochkurse an. Das sind aber wissenschaftliche Kochkurse, also zum Beispiel molekulare Küche. Und die Intention dahinter war eigentlich ganz einfach. Jetzt bin ich Molekularbiologe. Jetzt habe ich gesagt, wie können wir molekularbiologische Inhalte oder Chemie, Physik so ein bisschen verpacken und kochen? Also kochen tut vielleicht nicht jeder, aber essen muss jeder. Und
Das ist ganz spannend, weil wir doch sehen, dass bei unseren Kursen im Geschmackslabor nicht immer nur Menschen kommen, die jetzt Wissenschaft konsumieren wollen, sondern für die es auch um Kochen geht oder zum Beispiel die molekulare Küche, neue Techniken erlernen. Und das können wir auch wieder als trojanisches Pferd verwenden, um das zu verpacken. Und wenn wir dann noch einen Kurs haben, wo wir dann ein Produkt haben, wo wir dann alle im Kreis noch zusammensitzen und dann noch zum Tratschen kommen, dann haben wir auch wieder den Dialog. Also ich glaube, vor allem die Kreativität ist ganz wichtig und dass wir so über unseren Tellerrand einmal schauen und sagen, was können wir noch probieren und das einfach einmal probieren. Einige Formate gehen in die Hose, funktioniert halt nicht, dann muss man daran feilen und vielleicht einmal ein anderes probieren. Aber ich glaube, dieser Mut und vielleicht ein bisschen lauter sein, rausgehen, probieren. Danke, Helmut. Das wäre schon ein schönes Schlusswort, bevor ich mein Schlusswort gebe und dann noch eins kommt. Claudia, magst du auch noch ein Schlusswort sagen, oder? Das war so ein schönes Schlusswort. Ja, also ich kann also aus der Perspektive von WissenschaftlerInnen nur sagen, dieser Mut, den braucht es auch wirklich mal, einfach auszuprobieren. Wenn es nicht funktioniert, kann man es immer wieder lassen. Und aus der Sicht von Menschen, die vielleicht gerne Wissenschaftskommunikation sehen würden oder irgendwas vermissen oder ihnen irgendwas fehlt, mal danach suchen, ob es das irgendwo gibt und wenn nicht, dann auch einfach mal danach fragen. Ja, und das ist, finde ich, irgendwie auch immer ganz spannend. Also warum macht ihr nicht mal auch mal irgendwas zu XY? Da kommen wir ja auch erst auf Ideen. Wir kommen ja auch nicht immer alle auf alle Ideen. Ich finde es immer ganz schön, auch E-Mails zu kriegen, wo mich Leute nach Formaten fragen, ob ich da was kenne. Und ich denke mir, nee, aber das ist eine gute Idee. Also vielleicht auch sich da zu beteiligen und die Forschenden mal anzufragen. Vielen Dank, Claudia. Vielen Dank, Helmut. Ich habe einiges gelernt heute. Bin sehr froh, Teil gewesen zu sein dieser Veranstaltung. Ich habe unter anderem gelernt, dass in Melk ein Einkaufszentrum existiert. Das wusste ich nicht. Aber natürlich. Krems, Ah. Krems, schwerer Fehler. Ah. Entschuldigung. Sofort aufgeplattelt durch die harte Recherche. Das war reiner Zufall. Nein, das war natürlich ein Scherz. Ich fand das sehr spannend, die Diskussion von Reallaboren bis zum trojanischen Pferden des Humors. Ich sage vielen Dank euch beiden, auch jetzt speziell für den sehr optimistischen und konstruktiven eigentlich Schluss. Das ist alles andere selbstverständlich. Danke für das Abdecken dieser Bandbreite. Schönen Gruß nach Graz und nach Düren. Und ich übergebe jetzt noch zum abschließenden Schlusswort an die Bianca und sag danke und ciao allen Beteiligten. Danke. Dankeschön. Vielen Dank, Lukas. Danke für die Moderation. Danke, Claudia und Helmut, für das Gespräch, für die spannenden Beispiele, auch die da jetzt gefallen sind. Zum Abschluss noch wieder ein paar organisatorische Dinge. Sie werden die Aufzeichnung in Kürze, also in wenigen Tagen, auf Erwachsenenbildung.at erhalten, beziehungsweise auch in unserem YouTube-Kanal. Uns ist generell Feedback sehr wichtig. Das heißt, ich würde Sie einladen. Bitte nehmen Sie, wenn Sie noch ein paar Minuten Zeit haben, Sie ist auch wirklich sehr kurz an unserer Umfrage zu dieser Veranstaltung teil. Beantworten Sie uns die Fragen, damit wir uns auch weiterentwickeln und weiter verbessern können. Und wenn Ihnen diese Veranstaltung gefallen hat, Sie möchten am Laufenden bleiben zu Veranstaltungen wie diesen, lade ich Sie ein, abonnieren Sie den Newsletter von Erwachsenenbildung.at. Also hier der Link, wird im Chat gepostet. Und dann darf ich Sie noch ganz herzlich zu unserem nächsten Webtalk einladen. Der findet nämlich am 10. Dezember statt, und zwar zum Thema Klimaschutz und Erwachsenenbildung. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie kann die Erwachsenenbildung zu einem echten gesellschaftlichen, was kann sie zu einem echten gesellschaftlichen Wandel beitragen? Er wird moderiert von meiner Kollegin von Conedo, Lucia Paar. Diskutantinnen sind Ilona Otto vom Wegener Center und Andrea Wittmann von der Steirischen Klimainitiative Ich tu's. Sie können sich schon jetzt dafür anmelden. Also auch hier finden Sie den Link zu einer näheren Beschreibung zum Webtalk und auch zur Anmeldung im Chat. Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung zum heutigen Webtalk möchten, können Sie diese ab morgen im Buchungscenter auf der Iveno-Plattform herunterladen. Auch hier kommt in Kürze ein Link in den Chat.
Ja, und damit darf ich einfach noch einmal ganz herzlich Danke sagen. Danke fürs Dabeisein. Danke für die Fragen, die Sie auch im Chat gestellt haben. Danke für Ihre Kommentare im Padlet. Danke für die Diskussion. Danke für die Moderation. Und so mit Blick aus dem Fenster wünsche ich Ihnen einen guten Abend, guten Nachmittag, schönen Abend. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.